Lerneinheit 2, Übung 3. Eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Katja, hier ist Annie. Wie geht's dir? Sind die Kinder alle gesund? Schreib mir doch mal wieder eine Mail. Auch über das Weihnachtsfest bei euch in Deutschland. Da weiß ich sehr wenig. Bis bald, liebe Katja. Herzliche Grüße an euch alle. Lerneinheit 3, Übung 2. Gefällt Ihnen der Weihnachtsmarkt? Guten Tag, ich bin vom NDR. Wir machen Interviews zum Thema Weihnachten. Darf ich Sie etwas fragen? Ja, bitte. Gern. Sie besuchen hier den Weihnachtsmarkt. Gefällt er Ihnen? Ja, der Weihnachtsmarkt gefällt mir gut. Es ist mir ein bisschen zu voll hier, aber es ist schön. Haben Sie etwas gekauft? Nein. Mein Mann und ich haben einen Glühwein getrunken und eine Bratwurst gegessen. Das machen wir immer so. Aber die Weihnachtssachen, die brauchen wir nicht. Wir sind an Weihnachten gar nicht zu Hause. Wo sind Sie denn an Weihnachten? Darf ich das fragen? Ja, ja. Wir sind in Australien. Wir fliegen am 20. Dezember nach Australien. Und dann wollen Sie dort feiern? Nein, eigentlich nicht. Nein, feiern wollen wir nicht. Wissen Sie, wir haben keine Kinder. Warum sollen wir da Weihnachten feiern? Ja, sicher, das verstehe ich. Ein Weihnachtsbaum, der fehlt mir nicht. Und das ist mir auch zu viel Arbeit. Wir machen ganz einfach Urlaub. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und eine gute Reise. Vielen Dank. Lerneinheit 3, Übung 3. Wie feiern Sie Weihnachten? Guten Tag, ich komme vom Norddeutschen Rundfunk. Haben Sie Zeit für ein kleines Interview? Huch, bin ich jetzt im Fernsehen? Bin ich im Fernsehen? Nein, nein, wir machen eine Radiosendung. Ach so, prima. Also, was wollen Sie mich fragen? Wir sind hier auf dem Weihnachtsmarkt und in zwei Wochen ist Heiligabend. Wollen Sie Weihnachten zu Hause feiern? Ja? Und wie feiern Sie? Wie wir Weihnachten feiern? Na, ganz normal so. Mit Weihnachtsbaum? Natürlich. Wir haben immer einen Weihnachtsbaum. Und er muss sehr groß sein. Das ist mir wichtig. Schmücken Sie den Baum? Nein, das macht mein Mann. Naja, ich helfe ihm ein bisschen. Aber unsere Tochter darf den Baum nicht sehen. Sie muss in ihrem Zimmer warten, bis wir sie rufen. Wie alt ist Ihre Tochter? Sie ist 5. Sie glaubt noch an den Weihnachtsmann. Jeden Tag fragt sie, Mama, was bringt mir der Weihnachtsmann? Haben Sie auch Besuch an Heiligabend? Nein, da sind wir drei alleine. Das ist uns lieber. Wir wollen es schön, ruhig und gemütlich haben. Aber am 25. kommen meine Eltern. Gibt es eine Weihnachtsgans? Nein, das ist mir zu kompliziert. Ich kann nicht gut kochen, wissen Sie? Na, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Vielen Dank. Lerneinheit 3, Übung 4. Wie finden Sie den Weihnachtsmarkt? Interview 1. Guten Tag, ich mache ein Interview für den NDR. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja, schon. Wie finden Sie den Weihnachtsmarkt? Ganz nett. Die Atmosphäre ist ganz schön. Sind Sie alleine hier? Nein, ich bin mit meiner Freundin hier. Sie kauft gerade Kerzen. Sicher für den Weihnachtsbaum, oder? Nein, einen Weihnachtsbaum wollen wir nicht. Dafür haben wir keinen Platz. Unsere Wohnung ist sehr klein. Dann feiern Sie Weihnachten also mit Ihrer Freundin. Alleine oder haben Sie Gäste? Also, das weiß ich noch gar nicht. Weihnachten ist mir auch ziemlich egal, wissen Sie. Das Fest ist mir nicht so wichtig. Dann gibt es keinen Weihnachtsbaum und keine Geschenke? Doch, ein paar Geschenke gibt es schon. Ich habe für meine Freundin eine Uhr gekauft. Und was gibt es bei Ihnen zu essen an Weihnachten? Das weiß ich auch noch nicht. Wahrscheinlich kochen wir zusammen etwas. Kochen macht uns Spaß. Gut, vielen Dank.
Interview 2. Guten Tag, ich komme vom NDR. Darf ich Sie auch etwas fragen? Mich? Naja, okay. Wie finden Sie den Weihnachtsmarkt? Naja, es geht. Eigentlich ist mir das hier zu kommerziell. Und warum sind Sie dann hier? Es ist nur, ich suche ein Weihnachtsgeschenk für meine Eltern. Sie wollen eine Krippe haben. Maria, Josef und Jesuskind. Sie wissen schon, meine Eltern lieben Kitsch. Naja, mein Vater nicht so sehr, aber meine Mutter. Und haben Sie schon eine Krippe gefunden? Nein, leider nicht. Die sind mir hier auch zu teuer. Ich bin Student, wissen Sie. Eine Krippe für 150 Euro ist mir zu teuer. Klar. Noch eine Frage. Wo sind Sie an Heiligabend? Und wo feiern Sie? Ich fahre zu meinen Eltern. Das muss ich machen. Weihnachten ist meinen Eltern furchtbar wichtig. Da wollen sie die ganze Familie dabei haben. Das ist doch sicher ganz schön, oder? Naja, eigentlich gefällt es mir ja auch. Aber das Essen ist immer zu viel. 3 Tage sitzen wir im Wohnzimmer und essen. Was gibt es denn? Oh, fragen Sie mich nicht. Es gibt alles. Na dann, guten Appetit und fröhliche Weihnachten. Lerneinheit 3, Übung 7. Prost Neuer! Macht mal den Fernseher an, es ist gleich 12. Elke, wir müssen den Fernseher anmachen. Ja, ja, es ist gleich 12. Ich mache mal den Fernseher an. Wo sind die Sektgläser? Sind die Sektgläser in der Küche? Ja, ich glaube, die sind in der Küche. Wo ist der Sekt? Es ist 12:05. Der Sekt ist im Kühlschrank. Du kannst ihn holen. Nein, nein, der Sekt steht schon auf dem Küchentisch. Ich hole ihn. Noch 4 Minuten. Wir haben noch keine Gläser. Ja, ja, ich weiß. Rolf holt gerade den Sekt. Hat jeder ein Glas? Gleich ist es 12. Rolf, die Musik ist zu laut. Man kann den Fernseher nicht hören. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prost Neujahr! Prost Neujahr! Prost Neujahr! Alles Gute im neuen Jahr. Ein glückliches neues Jahr, mein Schatz. Alles Gute im neuen Jahr, Liebling. Wer hat die Raketen? Gehen wir auf den Balkon? Ja, wir machen das Feuerwerk auf dem Balkon. Kommt ihr alle mit? Moment, 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 ich habe ein Feuerzeug. Oh, oh schön, schau mal. Oh, ist das Schila. Wahnsinn. Schau mal die an die Runde. Lerneinheit 3, Übung 8. Bleigießen. Was bringt das neue Jahr? Ich fange an, okay? Ja. Oh, was ist das denn? Ist das ein Fisch? Ja, ich glaube, das ist ein Fisch. Was bedeutet Fisch? Ist das gut oder schlecht? Warte. Ein Fisch ist gut, das bedeutet Gesundheit. Wow. Hey! Hier steht, im neuen Jahr bleiben Sie gesund wie ein Fisch im Wasser. Oh, super! Prima. Klasse! Jetzt kommst du! Ja, au! Ist der Löffel heiß. Oh, was ist das denn? Ist das ein Flugzeug? Naja. Nein, 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 das ist kein Flugzeug. Das ist kein Flugzeug, das ist ein Vogel, oder? Das meine ich auch. Das ist ein Vogel. Ein Vogel? Was steht denn da bei Vogel? Oh je, das ist nicht so gut. Was steht da? Sie müssen im Beruf aufpassen. Aha. Im neuen Jahr bekommen Sie sonst eine Kündigung. Eine Kündigung. Na, das muss ich meinem Chef erzählen. Jetzt du. Ja, Moment. Ich bin gleich soweit. Ah! Das sieht aber komisch aus. Was soll das denn sein? Das ist eine Pizza. Nein, Pizza geht nicht. Das steht hier nicht. Pizza gibt es nicht. Das ist auch keine Pizza. Das ist
Eine Münze. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. Natürlich. Und ist es gut oder schlecht? Das ist sehr gut. Eine Münze bedeutet Geld. Hey. Viel Geld. Oh. Du wirst reich im neuen Jahr. Oh, ja, ich werde reich wie Dagobert Duck. Reich wie Bill Gates. Und dann kaufe ich mir... Ruhe, bitte. Ich bin dran. Und das, meine Damen und Herren, ist ein... Das ist eine Schlange. Ja, das ist eine Schlange. Ach, gib mir mal den Zettel. Schlange. Ah, hier steht's. Was steht denn da? Oh je. Schlange bedeutet Streit. Nein. Sie bekommen Ärger mit ihren Nachbarn. Nachbarn? Mhm. Nein, meine Nachbarn sind nett. Ich bekomme bestimmt keinen Ärger mit den Nachbarn. Das ist doch sowieso alles Quatsch. Gib mal den Löffel her. Jetzt bin ich dran. Oh, ich glaube, das ist ein Messer. Was meinst ihr? Ja, das ist ein Messer. Absolut. Natürlich, ganz klar. Das sieht wirklich aus wie ein Messer. Messer, Moment. Oh je. Gar nicht gut. Hm? Gar nicht gut. Das Messer schneidet die Gesundheit kaputt. Oh. Es bedeutet eine Krankheit im neuen Jahr. Eine Krankheit? Ja. Nein, das will ich nicht haben. Also schaut euch das Ding doch nochmal richtig an. Das ist gar kein Messer. Das ist ein Messer. Nein, das ist auf keinen Fall ein Messer. Das ist ein Messer. Das ist ein Bleistift. Ein Bleistift. Was steht denn bei Bleistift? Also nein. Ist das gut oder schlecht? Das geht so nicht. Das geht nicht, das kannst also, du nicht machen. Kannst es nicht halten. Man muss immer... Lerneinheit 4, Übung 1. Wörter mit R. War, waren. Fahrt, fahren. Hören, gehört. Passieren. Passiert. Fotografieren. Fotografiert. Tor. Tore. Formulare. Formular. Japaner, Japanerin. Klavier, Klaviere. Tiere, Tier. Ihr, Ihre. Lerneinheit 4, Übung 4. Grüß dich, Bernd. Gespräch 1. Grüß dich, Bernd. Wie geht es dir? Danke, Rolf. Und wie geht's dir? Auch gut. Hast du heute Zeit? Heute nicht. Es tut mir leid. Ich ruf dich an. So um 4? Ja, um 4. Da passt es mir. Gespräch 2. Guten Tag, Herr Sundermann. Wann fängt denn Ihr Urlaub an? Freitag ist das schon, Herr Noll. Freitag schon? Das finde ich toll. Ist Ihr Flug denn früh am Morgen? Ja, ich muss noch viel besorgen. Dann guten Flug, Herr Sundermann. Bald fängt auch unser Urlaub an. Lerneinheit 4, Übung 5. Mir oder mich? Schreibst du mir einen Brief? Wann rufst du mich an? Schickst du mir eine SMS? Hilfst du mir? Besuchst du mich am Samstag? Fotografierst du mich mal? Schenkst du mir das Foto hier?
Wann antwortest du mir? Kannst du mich gut hören? Hast du mir genau zugehört? Lerneinheit 4, Übung 8. Einladungsgespräche. Gespräch 1. Darf ich Sie zu einem Kaffee einladen? Das ist nett von Ihnen, aber ich bin sehr in Eile. Och, das ist wirklich schade. Ja, aber ich muss noch so viel erledigen. Heute Abend bin ich zu einer Hochzeitsfeier eingeladen. Dann möchte ich Sie nicht aufhalten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Gespräch 2. Wollen wir zusammen eine Pizza essen? Hast du Zeit? Ja, sicher. Ich bin erst später verabredet. Dann komm, ich lade dich ein. Danke, das ist sehr nett von dir. Lerneinheit 5, Übung 1. Ein Diktat. Mein Bruder ist am 22. Dezember geboren. Das ist 2 Tage vor Weihnachten. Deshalb feiert er seinen Geburtstag immer im Januar. Dann haben seine Freunde mehr Zeit. Ich gratuliere ihm natürlich schon vorher. Aber sein Geschenk gebe ich ihm erst auf der Party. Mein Bruder? Ist am 22. Dezember geboren. Punkt. Das ist 2 Tage vor Weihnachten. Punkt. Deshalb feiert er seinen Geburtstag immer im Januar. Punkt. Dann haben seine Freunde mehr Zeit. Punkt. Ich gratuliere ihm natürlich schon vorher. Punkt. Aber sein Geschenk gebe ich ihm erst auf der Party. Punkt. Augenzwinkern. Fröhliche Weihnachten. Und, was sagst du? Gefällt dir die Krawatte? Ja, vielen Dank. Sie gefällt mir sehr gut. Gefällt sie dir wirklich? Ja, natürlich. Nur die Farben, die sind vielleicht ein bisschen zu bunt. Oh, aber das Hemd gefällt dir doch, oder?
Oder ist es dir zu groß? Nein, nein, es passt mir gut. Das Hemd ist sehr bequem. Vielen Dank. Es ist dir wirklich nicht zu groß. Du kannst es mir ruhig sagen. Naja, es ist mir vielleicht ein bisschen zu groß. Aber wirklich nur ein bisschen. Das sind ja fröhliche Weihnachten. Die Krawatte ist dir zu bunt und das Hemd ist dir zu groß. Nein, nein, deine Geschenke sind sehr schön. Wie findest du denn deinen Bademantel? Er ist toll. Vielen Dank. Gefällt er dir wirklich? Ja, er gefällt mir sehr gut. Nur... Was nur? Er ist dir zu klein, oder? Aber nur ein bisschen. Nun sei wieder fröhlich. Es ist doch Weihnachten. Ja. Wir machen es einfach wie immer. Was meinst du? Was machen wir wie immer? Nach den Feiertagen gehen wir in die Stadt und tauschen alles um. Oh ja, wir tauschen alles um. Wie immer. Fröhliche Weihnachten, Liebling. Lerneinheit 6, Übung 2. Was soll Herr Wagner noch mitbringen? Hallo? Hallo Clemens, wo bist du? Ich bin vor dem Supermarkt. Ich habe gerade eingekauft. Ach, schade. Wir brauchen nämlich noch etwas. Das ist nicht schlimm. Dann gehe ich noch mal in den Markt. Was brauchen wir denn noch? Also 3 Flaschen Saft, 1 Kiste Cola, 1 Pfund Butter. 3 Flaschen Saft, 1 Kiste Cola und 1 Pfund Butter. Noch was? Ja, tut mir leid. Ich habe es ganz vergessen. 1 Kilo Kartoffeln, 10 Würstchen und 1 Glas Mayonnaise. Halt, nicht so schnell. Also... 1 Kilogramm Kartoffeln. Wie viel Würstchen? 10, das sind genug. 10 Würstchen und 1 Glas Mayonnaise. Das war's? Ja, das ist schon alles. Gut, dann bis nachher. Tschüss und danke. Lerneinheit 6, Übung 5. Am Buffet. Warum isst du keine Bohnen? Weil ich kein Gemüse esse. Warum nimmst du keine Gurken? Weil sie mir zu salzig sind. Warum isst du kein Kotelett? Weil ich kein Schweinefleisch esse. Warum probierst du den Kartoffelsalat nicht? Weil ich lieber Nudelsalat esse. Warum nimmst du keinen Gänsebraten? Weil er mir zu fett ist. Warum isst du so wenig? Weil ich keinen Hunger habe. Lerneinheit 7, Übung 2. Wenn ich richtig Hunger habe. Guten Tag, wir machen eine kleine Umfrage fürs Fernsehen. Aha, was möchten Sie denn wissen? Wo gehen Sie am liebsten essen? Im Gasthaus. Also, wenn ich richtig Hunger habe, gehe ich ins Gasthaus. Also da schmeckt es Ihnen am besten? Ja, und... Da sind die Portionen am größten. Vielen Dank. Ich sehe, Sie kommen gerade aus einem Imbiss. Essen Sie oft dort? Ja, manchmal. Wenn ich wenig Zeit habe, gehe ich zum Imbiss. Das geht am schnellsten. Klar, im Imbiss geht's am schnellsten. Dankeschön. Und Sie, darf ich fragen, was ist Ihr Lieblingslokal? Wissen Sie, ich esse gerne Fisch. Wenn ich Hunger auf Fisch habe, gehe ich in die Nordsee. In die Nordsee? Ja, das ist ein Fischimbiss. Der heißt so. Ach so. Da schmeckt der Fisch am besten. Und Sie? Essen Sie auch gern Fisch? Nö, gar nicht. Was ist denn Ihr Lieblingslokal? Tja, eigentlich, das Café. Wenn ich meine Freundin einladen möchte, gehe ich mit ihr ins Café. Aha, Ihre Freundin isst wohl gerne Torte oder Kuchen. Nee, Eis. Und im Café, da ist die Atmosphäre am schönsten. So, dann vielen Dank. Und Sie, haben Sie auch ein Lieblingslokal? Also, ich gehe ja nicht gerne in Lokale, aber wenn die Sonne scheint, gehe ich mit Freunden in den Biergarten. Da schmeckt das Bier am besten. Ja, das verstehe ich. Wie ist es denn mit Ihnen? Gehen Sie gern essen oder kochen Sie lieber selbst? Ja, schon, aber nicht jeden Tag. Wenn ich mal nicht kochen möchte, gehe ich mit meiner Familie in den Wienerwald. Ihre Familie isst wohl gern Geflügel? Ja, besonders die Kinder.
Und im Wienerwald, da bekommt man am meisten für sein Geld. Mhm. Sie kommen wohl gerade aus der Bäckerei? Ja, ich habe Brötchen geholt und eine Tasse Kaffee getrunken. In der Bäckerei? Ja, die haben da einen Stehkaffee. Wenn ich Brötchen hole, trinke ich immer eine Tasse Kaffee im Stehkaffee. Das ist aber nicht sehr gemütlich. Stimmt, aber da ist der Kaffee am billigsten. Ach so. Wie ist es denn mit Ihnen? Haben Sie ein Lieblingslokal? Naja, wenn ich auf Reisen bin, gehe ich meistens in ein Hamburger Restaurant. Das ist am einfachsten. Sicher. Und hier ist noch jemand. Darf ich Sie auch fragen? Ich reise auch viel. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, halte ich oft an einer Raststätte. Da mache ich am liebsten Pause. Ah ja, und wie ist das Essen da so? Ach, mal so, mal so. Aber ich kenne ja viele Raststätten. Und da weiß ich natürlich schon bei Reiseantritt, wie weit ich die erste Etappe abstecke. Lerneinheit 8, Übung 3. Wie frühstücken Sie? Es ist 6.35 Uhr, meine Damen und Herren. Hier ist wieder das Morgenmagazin. Und es ist Zeit für unsere Hörerfrage. Unser Thema heute: Wie frühstücken Sie? Vielleicht sitzen Sie gerade beim Frühstück. Dann rufen Sie uns doch bitte an und erzählen Sie uns ein bisschen. Wie immer können Sie auch etwas gewinnen, nämlich das Buch »Gesund frühstücken« von Frau Dr. Klarholz. Achtung, heute gewinnt der vierte Anrufer. Frau Dr. Klarholz ist hier bei uns im Studio und sie kann uns sicher die Frage beantworten, wie frühstückt man richtig? Ja, natürlich. Ich arbeite schon lange an diesem Thema und ich habe... So, hier ist schon der erste Anruf. Hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Darf ich fragen, frühstücken Sie gerade oder haben Sie schon gefrühstückt? Also, mein Name ist Obermeier. Ich frühstücke gerade und höre Ihre Sendung. Was essen Sie denn heute Morgen? Ach, so ganz normal. Ein Brötchen mit Marmelade und ein Becher Joghurt. Das ist alles? Keine Wurst, kein Käse? Nein, nein, nur Honig oder Marmelade. Ich frühstücke nicht so viel. Wissen Sie, ich esse lieber gut zum Mittag. Mittags habe ich immer Hunger. Aber morgens nicht so viel. Ah ja, aber Sie trinken doch auch etwas. Ja, natürlich. Ich habe gerade Milch aus dem Kühlschrank geholt. Keinen Kaffee? Nein, ich mag morgens lieber Milch. Ja, dann danke schön. Ich hoffe, Sie hören uns weiter zu. Und hier ist schon unser Hörer Nummer 2. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Wiesinger ist mein Name. Also ich frühstücke immer gesund. Aha, und was ist gesund Ihrer Meinung nach? Naja, also zum Beispiel Müsli. Am liebsten esse ich Müsli oder auch mal Cornflakes oder sowas. Ah ja. Und was trinken Sie dann so dazu? Tee. Kaffee vertrage ich nicht so gut, deshalb trinke ich lieber Tee. Mhm. Darf ich fragen, sind Sie verheiratet, Herr... Wiesinger. Ja, aber ich frühstücke allein. Wissen Sie, ich muss früh zur Arbeit und da können meine Frau und die Kinder noch ein bisschen schlafen. Dann sind Sie sicher schon fertig mit dem Frühstück. Ja, ja. Habe ich das Buch gewonnen? Nein, tut mir leid. Heute gewinnt der vierte Anrufer. Ach ja, naja, das macht nichts. Also auf Wiederhören. Auf Wiederhören. So, da ist schon der dritte Anrufer. Hallo? Ja, hallo. Ich sitze hier gerade am Frühstückstisch. Na dann, guten Appetit. Und was essen Sie gerade? Ich habe gerade ein Ei gegessen. Ist das alles? Nein, nein, das ist erst der Anfang. Aha, was gibt es da noch? Dann gibt es Brötchen mit Wurst, Schwarzbrot mit Schinken und dazu Tomaten. Und danach Obst. Einen Apfel oder vielleicht eine Orange. Dann haben Sie ja wirklich ein gutes Frühstück. Oh ja, ich esse morgens immer mehr als mittags oder abends. Ich bin bei der Arbeit viel fröhlicher, wenn ich gut gefrühstückt habe. Das stimmt sicher. Meine Mutter hat immer gesagt, Junge, wenn du gut gefrühstückt hast, dann bist du bei der Arbeit fröhlich. Ja, dann viel Spaß bei der Arbeit. Auf Wiederhören. Danke, Wiederhören. So, da haben wir den Anrufer Nummer 4. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben unser Buch gewonnen, Gesund frühstücken. Oh, ja, das ist ja toll, danke. Sitzen Sie auch am Frühstückstisch? Nein, nein, ich rauche gerade eine Zigarette. Ach, Sie sind schon fertig? Nein, ich trinke morgens nur eine Tasse Kaffee und rauche eine Zigarette. Ach, und Sie frühstücken also gar nicht? Doch, natürlich. Später in der Kantine. Ach so. Und was nehmen Sie da so? Tja, also, naja, erstmal noch eine Tasse Kaffee und dann
Ja, und dann ein Glas Orangensaft. Und Sie essen gar nichts? Ja, manchmal eine Scheibe Brot mit Käse. Das ist aber nicht viel. Ach, ich brauche nicht mehr. Nur Orangensaft, die Vitamine sind wichtig, wissen Sie. Viertel vor sieben. Tut mir leid, ich muss zur Arbeit. Also nochmal vielen Dank, tschüss. Ja, auf Wiederhören. Frau Dr. Klarholz, was sagen Sie nun dazu? Wie frühstückt man richtig? Ja, also, wie gesagt, ich arbeite schon lange an diesem Thema und ich habe... Lerneinheit 8, Übung 5. Eine Einladung zum Essen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wir können sofort essen. So, Frau Amato, geben Sie mir bitte Ihren Teller, ja? Danke, das ist genug. Guten Appetit. Danke, gleichfalls. Die Suppe schmeckt sehr gut. Die Suppe hat mein Mann gekocht. Er ist bei uns der Suppenspezialist. Ich finde auch, sie schmeckt gut. Danke für das Kompliment. Ja, ich koche gern. Wissen Sie, ich habe... So, jetzt kommt der Braten. Das riecht aber gut. Das ist Kalbsbraten, oder? Nein, das ist Lammbraten. Hoffentlich mögen Sie Lamm. Oh ja, das esse ich sogar sehr gern. Frau Amato, trinken Sie lieber Wein oder lieber Bier? Eigentlich trinke ich lieber Wein, aber in Deutschland... Ich weiß schon. Sie meinen, in Deutschland trinkt man immer nur Bier. Naja. Aber das stimmt nicht. Besonders in Süddeutschland trinkt man auch gern Wein, weil es da viele Weinberge und viel Sonne gibt. Der hier ist aus Baden. Den müssen Sie probieren. Ja, dann gern. Dann zum Wohl. Zum Wohl. Na, wie finden Sie ihn? Ja, wirklich gut. Der ist schön trocken. Darf ich aber trotzdem etwas Mineralwasser haben? Aber natürlich. Ich hole sofort welches. Danke, das ist sehr nett, Herr Breuer. Sagen Sie mal, sind das Kartoffeln? Nein, das sind Knödel. Ach. Aber die macht man aus Kartoffeln. Das ist ja interessant. Und wie geht das? Ich gebe Ihnen das Rezept, wenn Sie wollen. Ja, gern. So etwas möchte ich auch mal machen. Wissen Sie, wenn mir etwas schmeckt, probiere ich es gern selbst aus. Darf ich noch ein Stück Fleisch haben? Aber natürlich. Hier, bitte. Nehmen Sie nur. Darf ich Ihnen noch einen Knödel geben, Frau Amato? Nein, danke. Es schmeckt ausgezeichnet, aber ich bin wirklich satt. Vielleicht noch ein paar Bohnen. Oh nein, vielen Dank. Es geht wirklich nicht mehr. Schade. Es ist noch so viel da. Naja, wir brauchen ja auch noch etwas Platz für das Dessert. Das Dessert? Oh, nichts Besonderes. Erdbeeren mit Sahne. Erdbeeren. Da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Schön. Dann wollen wir mal. Lerneinheit 8, Übung 7. Im Restaurant. Guten Abend, meine Herrschaften. Haben Sie einen Tisch reserviert? Nein. Ein Tisch für zwei Personen? Ja. Bitte hier. Ich bringe Ihnen gleich die Karte. Hier, meine Herrschaften, die Karte, bitte. Danke. Ja, vielen Dank. Wie findest du die Speisekarte? Nicht schlecht. Rinderfilet in Burgunder. Kalbsroulade auf Pfälzer Art in Riesling. Lecker. Kotelett vom Schwein in seiner Panade an Prinzenspinat. Aber lies mal die Preise, Arnold.
Ja, furchtbar teuer. Eine Tomatensuppe für 8,70 Euro. Das sind Preise. Sag mal, Sonja, haben wir überhaupt genug Geld dabei? Ich habe gar kein Geld mitgenommen. Mein Geldbeutel ist zu Hause. Ach, nimm doch deine Kreditkarte. Die habe ich vergessen. Ich habe gedacht, du Dann hast... Bezahl doch mit Scheck. Das geht auch nicht. Ich habe nur Bargeld dabei. Hm, wie viel denn? Ungefähr 50 Euro. Das reicht nie. Komm, gehen wir lieber. Der Kellner. Meine Herrschaften, haben Sie gewählt? Bitte. Bitte einen Moment noch. Natürlich, bitte sehr. Also, was machen wir? Gehen wir oder nicht? Das können wir doch nicht machen. Also dann, was möchtest du? Wir müssen beide ein Kotelett nehmen, sonst reicht das Geld nicht. Nein, nein. Nimm du das Kotelett und ich nehme ein Omelett. Dann können wir wenigstens ein Glas Wein dazu trinken. Nein, nein. Bestell ruhig das Kotelett. Ich nehme das Omelett. Kommt nicht in Frage. Dann bestellen wir eben beide das Kotelett. Wenn wir dann noch Hunger haben, können wir ja zu Hause noch eine Suppe essen. Haben Sie gewählt? Wir nehmen das Kotelett. Beide? Ja, zweimal. Und welche Vorspeise möchten Sie? Vorspeise? Nein, danke. Keine Vorspeise. Und was möchten Sie trinken? Einen Rot- oder Weißwein? Nein, eine Flasche Mineralwasser und ein Glas Bier, bitte. Mhm. Zwei Kotelett, ein Mineralwasser und ein Bier, richtig? Ja, danke. Das ist alles. Lerneinheit 9, Übung 1. Michael ist wirklich richtig fleißig. Michael ist wirklich richtig fleißig. Sein Kuss war eigentlich ungewöhnlich flüchtig. In der Küche ist es plötzlich unheimlich ruhig. Die Nachricht ist hoffentlich wenig wichtig. Michael spricht natürlich ein bisschen Tschechisch. Die Würstchen schmecken wirklich nicht schlecht. Das Mädchen in der Küche isst ein Brötchen mit Honig. Lerneinheit 9, Übung 2. Trinkst du gerne Apfelsaft? Trinkst du gerne Saft? Ja, am liebsten Apfelsaft. Ich mag lieber Traubensaft. Isst du gerne Suppe? Ja, am liebsten Hühnersuppe. Ich mag lieber Zwiebelsuppe. Isst du gerne Braten? Ja, am liebsten Rinderbraten. Ich mag lieber Schweinebraten. Essen wir ein Eis? Ja, für mich Zitroneneis. Und für mich Bananeneis. Lerneinheit 9, Übung 3. Wenn Maria kommt. Wenn Maria kommt, bestellt sie sicher ein Glas Tee. Wenn ich Durst habe, trinke ich am liebsten Mineralwasser. Ich esse keine Sahne, weil ich abnehmen will. Herr Loos kauft kein Huhn, weil er kein Geflügel mag.
Herr Meier frühstückt nicht viel, sondern isst lieber gut zu Mittag. Frau Amato probiert den Wein, aber sie möchte auch Mineralwasser. Lerneinheit 9, Übung 4. Nimmst du? Nimm doch. Nimmst du noch ein Stück Kuchen? Nimm doch noch ein Stück Kuchen. Trinken Sie doch noch eine Tasse Kaffee. Trinken Sie noch eine Tasse Kaffee? Bringen Sie mir bitte die Speisekarte. Bringen Sie mir bitte die Speisekarte. Gehen wir? Gehen wir! Lerneinheit 9, Übung 6. Haben Sie gewählt? Haben Sie gewählt? Ja, ich hätte gerne das Schnitzel mit Pilzsoße. Mit Reis oder Pommes frites? Lieber mit Pommes frites. Und was möchten Sie trinken? Einen Rotwein. Würden Sie mir die Weinkarte bringen? Ja, natürlich. Ich bringe Ihnen die Karte sofort. Lerneinheit 9, Übung 7. Ich möchte ein Bier. Ich möchte ein Bier. Und bringen Sie mir bitte die Speisekarte. Gern. Aber zwischen 15 und 18 Uhr können Sie nur kalt essen. Ach so. Und was kann ich jetzt bekommen? Wurstbrot, Käsebrot, Schinkenbrot, Salatteller. Ist der Salatteller mit Ei? Ja, mit Ei und Schinken. Gut. Dann bringen Sie mir bitte einen Salatteller. Ein Salatteller, ein Bier. Kommt sofort. Lerneinheit 9, Übung 8. Die Rechnung bitte. Herr Ober, bringen Sie mir bitte die Rechnung. Ja, gern. Hat es Ihnen geschmeckt? Ja, danke. Zusammen oder getrennt? Zusammen, bitte. Das macht 27,90 Euro. 30 Euro. Das stimmt so. Dankeschön. Lerneinheit 10, Übung 1. Ein Diktat. Herr Wagner sitzt im Café. Er trinkt nur eine Tasse Tee, weil er viel zu Mittag gegessen hat. Die Frau am Nachbartisch isst ein Stück Apfelkuchen. Dann bestellt sie ein Brötchen mit Honig. Danach hat sie immer noch Hunger. Die Kellnerin bringt ihr ein Schinkenbrot. Jetzt bekommt Herr Wagner auch wieder Appetit. Herr Wagner? Sitzt im Café. Punkt. Er trinkt? Nur eine Tasse Tee, Komma. Weil er viel zu Mittag gegessen hat, Punkt. Die Frau am Nachbartisch
ist ein Stück. Apfelkuchen. Punkt. Dann bestellt sie ein Brötchen mit Honig. Punkt. Danach hat sie immer noch Hunger. Punkt. Die Kellnerin bringt ihr ein Schinkenbrot. Punkt. Jetzt bekommt Herr Wagner auch wieder Appetit. Punkt. Augenzwinkern. Durstprobleme. Guten Abend, mein Herr. Haben Sie einen Wunsch? Ja, ich möchte etwas trinken. Natürlich, sehr gern. Vielleicht ein Bier? Ein Bier? Ich weiß nicht. Wenn ich Bier trinke, werde ich immer gleich müde. Möchten Sie dann lieber ein Glas Wein? Wein ist gut, aber wenn ich Wein trinke, bekomme ich immer Kopfschmerzen. Dann nehmen Sie doch ein Mineralwasser, mein Herr. Nein. Mineralwasser mag ich nicht. Das trinke ich nie, weil es mir nicht schmeckt. Wir haben natürlich auch Saft, Limonade oder Cola. Auf keinen Fall Cola. Wenn ich abends Cola trinke, kann ich nicht schlafen. Dann einen Saft? Wir haben Apfelsaft, Orangensaft, Tomatensaft. Saft trinke ich sehr gern, aber nur zum Frühstück. Ach so. Aber was kann ich Ihnen dann bringen? Ich weiß nicht. Sie haben ja nichts. Ich bitte Sie, mein Herr. Wir haben Bier, Wein, Wasser, Cola, Limonade, Säfte. Dann nehme ich vielleicht doch ein Bier. Sehr gern. Ich bringe es Ihnen sofort. Nein, warten Sie. Wenn ich Bier trinke, werde ich immer gleich müde. Aber Wein geht auch nicht, weil ich dann. Lerneinheit 11, Übung 7. Eine Schülerumfrage zum Thema Computer oder Handy? Habt ihr mal kurz Zeit? Ich mache eine Umfrage für unsere Schülerzeitung. Ja klar, worum geht's denn? Um Computer und Handys. Hast du einen eigenen Computer? Na klar. Und was machst du alles damit? Ich nehme ihn vor allem, wenn ich telefonieren will. Telefonieren über den Computer kostet ja kein Geld. Da kann ich viel sparen. Ja, sicher. Und wozu benutzt du den PC noch? Also manchmal, um im Internet zu surfen. Das müssen wir ab und zu auch für den Unterricht machen. Und auch für Musik. Meine Freunde laden oft Musik herunter. Aber ich mache das nur ganz selten. Danke dir. Hallo, darf ich dir auch kurz ein paar Fragen für unsere Schülerzeitung stellen? Ja, warum nicht? Du hast doch ein Handy, oder? Ja, klar habe ich eins. Und wozu verwendest du das? Schreibst du viele SMS damit?
Nein, das mache ich fast nie. Meistens fotografiere ich mit dem Handy. Die Kamera ist ziemlich gut. Und später kann ich die Bilder dann am Computer bearbeiten. Toll. Und wozu nimmst du dein Handy noch? Also, manchmal ist es praktisch, wenn ich einen Termin nicht vergessen darf. Dann notiere ich den auf meinem Handy. Siehst du mit dem Handy auch fern? Nein, das mache ich fast nie. Sehr selten. Das Bild ist mir einfach zu klein. Okay, das war's. Danke. Lerneinheit 12, Übung 1. Hoffentlich kommt der Techniker bald. Also wo bleibt er nur? Wo bleibt er denn nur? Ich hoffe, der Mann ist bald da. Jetzt ist es schon 3:45. Er kommt bestimmt gleich. Ich geh mal ans Fenster. Oh, gerade fährt ein Wagen auf dem Parkplatz. Und? Was siehst du? Das war wohl nichts. Ich sehe, dass der Wagen schnell weiterfährt. Oh nein. Es ist so wichtig, dass der Techniker rechtzeitig kommt. Ja, sicher. Er kommt bestimmt. Sie haben gesagt... Ja. Sie haben gesagt, bis 4 Uhr ist auf jeden Fall jemand da. Aber letztes Mal sind Sie doch auch zu spät gekommen, oder nicht? Doch. Es stimmt, dass der Kundendienst letztes Mal zu spät gekommen ist. Aber heute sind Sie bestimmt pünktlich. Was ist? Siehst du etwas? Ja. Jetzt sehe ich... Unten hält ein Wagen. Das ist der Mann, glaube ich. Psst, sei doch mal leise. Da, hörst du's? Ich höre Schritte auf der Treppe. Oh ja, hoffentlich ist er das. Jetzt haben wir nur noch 15 Minuten. Hoffentlich schafft er die Reparatur so schnell. Lerneinheit 12, Übung 2. Der Techniker ist da. Firma Breuer. Guten Tag, Frau Lindner. Guten Tag. Kommen Sie doch bitte herein. Na, wo ist denn das Problem? Hier, im Wohnzimmer. Guten Tag. Der Apparat funktioniert nicht. Ich habe alles versucht, wirklich. Und in 15 Minuten kommt auch das Fußballspiel. Glauben Sie, Sie schaffen das so schnell? Mal sehen. Das kriegen wir schon. Also, Sie sagen, das Gerät funktioniert überhaupt nicht. Sind Sie sicher, dass es eingesteckt ist? Ja, natürlich, ganz sicher. Hier unten an der Steckdose. Ja, der Stecker ist fest in der Steckdose. Kann ich mal bitte die Fernbedienung haben? Ja, Moment. Hier bitte. Gut, dann sehen wir doch mal nach. Die Batterien liegen richtig. Wann haben Sie die Batterien zuletzt gewechselt? Noch gar nicht. Das Gerät ist doch erst 2 Jahre alt. 2 Jahre? Dann wechseln wir die Batterien doch mal. Ich habe welche dabei. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Welches Programm hätten Sie denn gern? Das erste, denn da kommt jetzt gleich... Ich weiß. Sie wollen bestimmt das Fußballspiel sehen. Ja, klar, Fußball. Aber geht denn der Fernseher jetzt wieder? Ja, sicher. Die Batterien sind neu. Die Fernbedienung ist okay. Hier, schauen Sie. Und jetzt schalten wir ins Sportstudio und wünschen Ihnen, liebe Zuschauer, spannende Unterhaltung bei der Champions League. Super, wie Sie das gemacht haben. Großartig. Wunderbar. Haben Sie vielen Dank. Keine Ursache. Dann gehe ich jetzt. Auf Wiedersehen. Ja, jetzt fängt es an. Danke. Wiedersehen. Lerneinheit 13, Übung 3. Ein Fernsehsessel im Sonderangebot. Guten Tag. Ich komme vom Möbelhaus-Service-Team und möchte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Haben Sie ein paar Minuten Zeit, Herr... Fischer ist mein Name. Olaf Fischer. Herr Fischer, was für ein Möbel laden Sie denn da in Ihren Wagen? Einen Fernsehsessel. Und wozu haben Sie den Fernsehsessel gekauft? Damit ich gemütlich fernsehen kann, natürlich. Wissen Sie, seit 2 Wochen arbeite ich nicht mehr.
Ich bin jetzt Rentner und letzte Woche habe ich meinen neuen Fernseher bekommen. Super Bild hat der, 16:9. Das ist ja toll. Das ist ja wirklich groß, das Bild. Fast wie im Kino. Ja, das stimmt. Aber wissen Sie, ich mag eigentlich gar keine Kinos. Ich schaue mir Filme lieber zu Hause an. Da ist so ein Fernsehsessel natürlich genau richtig für Sie. Ja, und in einem Fernsehsessel sitzt man so richtig gemütlich. Und man kann auch liegen. Das finde ich sehr gut. Und warum haben Sie den Fernsehsessel Paradiso gekauft? Weil er im Angebot war. Nur 777 Euro habe ich bezahlt. Und ich finde, er passt gut zu meinem Couchtisch. Die Farben passen gut zusammen. Dann stellen Sie den Fernsehsessel bestimmt neben den Tisch. Nein, nein, den stelle ich neben die Heizung. An der Heizung ist es nämlich schön warm, wissen Sie? Vielen Dank, Herr Fischer. Vielen Dank für das Gespräch. Wir vom Möbelhaus wünschen Ihnen mit Ihrem Fernsehsessel noch viele gemütliche Fernsehstunden. Ja, danke schön. Die habe ich bestimmt. Lerneinheit 13, Übung 5. Else möchte Tapeten mit Blumen. Teil 1. Schön scharf, die Tomatensoße. So, aber jetzt noch ein bisschen Pfeffer. Jetzt ist sie gut. Meinst du, dass wir gleich essen können? Ja, Moment noch. Sag mal, was machst du denn da? Du, ich hab gerade den Prospekt vom Baumarkt entdeckt. Die haben viele tolle Sonderangebote. Alfred, holst du mir mal das Maßband, bitte? Das Maßband? Aber das Essen ist doch schon fertig. Ach, sei doch so lieb. Ich will nur schnell den Flur ausmessen. Kannst du das nicht später machen, nach dem Essen? Nein, 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 ich brauche doch nur ein paar Minuten. Ach, wie du meinst. Ach, wo ist das denn? Wo ist's? Ah, hier, bitte. Teil 2. Also, unser Flur ist 2,50 Meter lang. Schreibst du das eben auf? Warte, ich muss erst einen Kugelschreiber suchen. So, hast du 2,05 Meter gesagt? Nein, 50. Genau 2,50 Meter ist die Länge. Und die Breite... Unser Flur ist 1,90 Meter breit. Gut, das habe ich notiert. Aber jetzt müssen wir wirklich essen, sonst sind die Spaghetti kalt. Ja, ja, Moment, ich möchte nur noch die Höhe messen. Ich brauche einen Stuhl. Komm, ich kann das auch machen. Ich bin zwar nur 1,60 Meter, aber schließlich bist du auch nur ein bisschen größer. Du bist ja, doch auch ja. Nur ein paar Zentimeter größer als ich, Else. Ja, ja, ich weiß. Aber ich mache das schon. Jetzt messe ich die Höhe. Hast du den Stuhl geholt? Ja, hier. Oh, danke. So ist es gut. Unser Maßband ist 2 Meter lang. 2 Meter lang. Und jetzt sind es noch ein paar Zentimeter unten. Aber ich sehe so schlecht hier. Das Licht ist so schwach. Ist die Glühbirne auch in Ordnung? Die Glühbirne ist in Ordnung, aber sie gibt nicht viel Licht. Das weißt du doch, Else. Die Birne hat nur 40 Watt. Sie ist nicht stärker. Na gut. Ach ja, jetzt kann ich es sehen. Es sind noch genau 16 Zentimeter. Also die Höhe, die ist 2,16 Meter. Hast du's? Ich wiederhole alles nochmal. 2,50 Meter lang, 1,90 Meter breit und 2,16 Meter hoch. Teil 3.
Ja, habe ich notiert. Aber jetzt essen wir. Komm. Sag mal, Else, also jetzt sag mal, was willst du eigentlich machen? Ich meine, warum hast du den Flur gemessen? Ach, Alfred, weißt du, unser Flur ist doch schon so alt. Da müssen wir auch mal etwas machen. Wir brauchen einen Teppichboden. Und dann möchte ich, dass wir gemeinsam den Flur tapezieren. Ich möchte so gern Tapeten mit Blumen an den Wänden haben, wie die Nachbarn auch. Und eine neue Deckenlampe, die brauchen wir auch. Und der Baumarkt hat Sonderangebote, die sind ganz toll. Naja, wir können ja mal zum Baumarkt. Ach, Alfred. Ja, das machen wir. Dann fahren wir gleich nach dem Essen. Was meinst du? Aber nicht jetzt. Ich bin einverstanden, heute Nachmittag zum Baumarkt zu fahren. Aber erst kommt mein... Ja, ich weiß, dein Mittagsschlaf. Natürlich, Alfred. Erst machst du deinen Mittagsschlaf und dann fahren wir zum Baumarkt. Lerneinheit 13, Übung 7. Das Bild mit dem Hirsch. Teil 1. Hans-Dieter, kommst du mal? Hans-Dieter! Hast du was gesagt, Elena? Ich bin im Esszimmer. Ja, dass du mal zu mir kommen sollst. Moment, ich muss gerade noch ein Loch bohren. So, da bin ich. Was gibt es denn, Elena? Wir haben immer noch keinen Platz für den Hirsch gefunden. Für welchen Hirsch denn? Für das Bild mit dem Hirsch. Ach ja, da hast du recht. Das müssen wir wohl mal aufhängen. Aber ich finde, dass nur der Rahmen schön ist, das Bild ist so kitschig. Also Hans-Dieter, kitschig ist es wirklich nicht. Nein, ich finde es romantisch. Es gefällt mir. Und du weißt, dass Tante Marga morgen zum Kaffee kommt. Und sie hat uns doch das Bild geschenkt. Also müssen wir es jetzt aufhängen. Teil 2. Vielleicht über dem Sofa, was meinst du? Kannst du das Bild mal hier an die Wand halten? Ich weiß nicht. Es ist bestimmt ziemlich schwer. Ich schlage vor, dass wir das Bild erst einmal messen. Dann können wir einen Platz suchen. Also, das Bild ist mit dem Rahmen. Also mit Rahmen. Moment. 1 Meter breit und 70 Zentimeter hoch. Also 70 hoch und 100 breit. Ja. Das ist doch perfekt. Unser Sofa ist 2,20 Meter breit. Also ist die Mitte 1,10. Und zwischen Sofa und Bild müssen mindestens 80 Zentimeter Platz sein. Also schau, der Haken muss hierhin über das Sofa. Ja, und wie hoch genau? Warte mal, das sind genau 80 Zentimeter Abstand vom Sofa plus 70 Zentimeter für das Bild. Das macht zusammen 1,50 Meter. Ja, 1,50 hoch. Holst du mal die Bohrmaschine? Ja, gern. Aber, Liebling, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Die Wand ist zu alt. Der Vermieter hat gesagt, dass da eine Stromleitung ist. Irgendwo in der Mitte. Also, hier zu bohren, das ist mir zu gefährlich. Wohin hängen wir es dann? Über deinen Schreibtisch, Liebling? Ja, warum nicht? Dahin passt es bestimmt auch gut. Und wenn ich mal Pause mache, kann ich das Bild anschauen. Ja,
Gut, Elena, dann wollen wir mal. So. Hier über deinen Schreibtisch passt es wirklich gut. Misst du die Höhe? Ich hol die Bohrmaschine. Teil 3. Sag mal, Hans-Dieter, hat eben nicht jemand geklingelt? Ich habe nichts gehört, Elena. Da klopft doch jemand. Also ich gehe mal zur Tür und schaue nach. Das ist ja eine Überraschung. Hallo, meine Lieben. Ich war gerade in der Nähe und da habe ich gedacht, ich schau mal bei euch vorbei. Na, kann ich mal sehen? Das gute Stück hängt bestimmt schon im Wohnzimmer. Naja, Tante Marga, im Prinzip schon. Weißt du, wir sind gerade dabei, den Hirsch. Komm doch bitte rein, Tante Marga. Ja.